Wir sitzen hier im Forum der IHK, mitten in der CO Pop Convention, aber auch direkt neben der Art Attack, digitale Kunstausstellung, die gerade ein Electro-Act auf der Bühne hatten, die da Musik gemacht haben, weswegen wir so eine schöne musikalische Untermalung hatten. Und der Act war Julian Stetter, du wolltest es gerade sagen? Nee, aber es ist gut, dass du es ergänzt, weil ich hätte es nicht mehr gewusst. Und Julian Stetter kommt um 15.30 Uhr als Gast in unsere Sendung. Ach, top. Dann haben wir zumindest Ruhe. Ja. Was nicht der Grund ist, deswegen genau. Wir ihn hier holen, aber es trifft sich trotzdem okay. Hey, ihr seid die Shooting Stars am Podcast-Himmel. Ja, wir hoffen es auf jeden Fall. Ja, wir müssen kurz auch sagen, wer es dann ist, ne? Also, das wolltest du wahrscheinlich schon mal nachschieben. Machiavelli. Ja, guck mal hier, dann hören wir euch auch. Machiavelli, ein Podcast, der sich sehr breit inhaltlich aufstellt, nämlich von Hip-Hop bis zu Politik. Ihr selber seid auch einmal Hip-Hop-Head, einmal Politikwissenschaftler. Macht einen sehr spannenden Talk zwischen zwei Welten, das versuchen wir eigentlich auch immer, so alles miteinander in Bezug zu setzen, beziehungsweise auch mit verschiedenen Leuten zu sprechen und überhaupt ins Reden zu kommen. Das funktioniert bei euch auch sehr gut, ihr habt wahnsinnig gute Zugriffszahlen. Das funktioniert bei uns noch nicht so gut, aber wer weiß, das kann ja noch kommen. Wir können euch noch ein paar Tipps geben später. Genau, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Vielleicht mal zuallererst die Frage, wie kam es zu der Idee, Hip-Hop und Politik zusammen in einen Podcast zu schmeißen und nicht Folkmusik und Strickwaren? Das liegt, glaube ich, an uns. Jan ist der Rapper. Ich bin Politik interessiert schon immer gewesen. Und wir haben immer häufiger diskutiert über verschiedene Themen und festgestellt, da gibt es ja viele Berührungspunkte und das ist irgendwie gar nicht so weit weg voneinander. Woher kennt ihr euch ursprünglich? Wir machen zusammen das Volontariat beim WDR und kennen uns eigentlich auch erst seit anderthalb Jahren und waren immer sehr interessiert an dem jeweils anderen beziehungsweise an dem, was der jeweils andere gerne macht und wofür er sich interessiert und wofür er brennt. Und Vassili konnte mich fragen, sag mal, warum findet Barack Obama jetzt Kendrick Lamar so gut? Ich habe da irgendwas gelesen und er interessiert sich eben für Sachen, die Barack Obama sagt. Deswegen, was hat es mit Kendrick Lamar auf sich? Und da konntest du fragen, wer ist Barack Obama? Genau, sag erstmal, wer ist der Barack Obama und was zeichnet den so aus? Nee, aber ich erinnere mich zum Beispiel, als so Richtung Bundestagswahl ging und ich dann mal so gesagt habe, ey, diese ganzen Positionen da, wer ist eigentlich der Boss im Laden? Hier grünen Chef und Generalsekretär und diese ganzen Funktionen. Parlamentarischer Geschäftsführer. Genau, da blickt man ja irgendwann nicht mehr durch und dann ist das schön, wenn man einfach eine dumme Frage stellen kann. Und immer öfter haben wir halt gemerkt, ey, da gibt's einfach Überschneidungen zwischen den beiden Themen. Lass uns das doch mal versuchen, irgendwie in ein Konzept zu packen. Und das haben wir gemacht. Und dieses Konzept, ich meine, viele Podcaster podcasten, ihr podcastet aber quasi im Gefäß von Cosmo. Ja, also wir wollten gerne mit denen zusammenkommen, weil wir uns da gesehen haben und weil wir die Strukturen und die Leute da kennen und die fanden das super und die hatten da Lust drauf und hatten Lust drauf, mit uns daran zu arbeiten und das ist einfach, wir stehen für Cosmo und Cosmo steht für uns und deswegen wollten wir das gerne zusammen machen. Cosmo ist ja auch ein Sender, der keine Grenzen hat, also es geht um die gesamte Welt, es geht um weltoffene Menschen und wir sehen unser Themenfeld auch so, dass es völlig unbegrenzt ist, also wir reden nicht nur über Rap in Deutschland und Politik in Deutschland, sondern wir gucken auch in die USA, wir gucken auch bestimmt mal nach Russland, wir gucken auch mal auf den afrikanischen Kontinent, also es gibt eine unfassbare Themenvielfalt, Themenmöglichkeit und das kann man eigentlich optimal bei Cosmo unterbringen. Und für uns ist das einfach total schön, also ich merke das in der Vorbereitung für jede Folge, dass ich muss noch viel tiefer reingehen und ich muss mich noch viel mehr damit beschäftigen und das natürlich sein Herzensthema irgendwann irgendwas zu Russland zu machen, das wird natürlich für mich dann die Kür werden, da in den russischen Rap einzusteigen, weil ich dann null Sprachkenntnisse habe. Ne? Ganz kurz, ich habe heute Morgen kurz in die zweite Folge reingehört und da setzt ihr euch mit eurem Namen auseinander und ihr habt ein Feedback bekommen von einer Person, die meinte, ja, Machiavelli fände sie gar nicht so gut, das sei irgendwie so ein bisschen drüber. Aber es gibt sozusagen eine Verbindung. Ich meine, wir Philosophen und Volkswirte wissen natürlich, wer Machiavelli ist, aber Tupac ist auch Machiavelli. Erklärt mal kurz den Link. Ja, also wir haben lange überlegt,
über den Namen geredet. Es war ein Telefonat, das dauerte anderthalb Stunden. Vassili war gerade in London und wir dachten, okay, wir sind auf nichts gekommen. Und dann Name oder ist das ein Flatrate-Name? Naja, wir wussten ganz genau, was wir machen wollten. Ja. Wir wussten, dass wir die Schnittstelle zwischen Rap und Politik sein wollen. Aber wir wussten nicht, wie wir uns nennen können. Und wir haben alle Möglichkeiten in diesem Telefonat, glaube ich, durchgesprochen. Und irgendwann sagte Jan am Ende, erklär mich nicht für verrückt, ich habe eine Idee. Machiavelli. Und ich saß da, habe zuerst geschwiegen und dachte, warum kommt er jetzt mit dem größten oder einem der bedeutendsten Politikphilosophen der Geschichte daher? Und habe das auch gefragt und Jan meinte so, hey, das ist Tupac. Ja, weil Machiavelli eben, weil Machiavelli hatte nicht nur viele Fans im Politikbereich, sondern einer seiner größten Fans war eben Tupac, der so ein großer Fan war, dass er irgendwann gesagt hat, ey, ich möchte mich in Anlehnung an ihn Machiavelli nennen und dann war es für uns ja gut. Also ein anderer Name kommt eigentlich gar nicht mehr in Frage. War nicht mehr genau. Ja. Jetzt geht's beim Themenfeld Politik und Pop, gab es ja dann quasi praktisch zu eurem Start irgendwie direkt ein großen Case. Die erste Folge dreht sich um Ecofresh und Mesut Özil. Wie habt ihr das zusammengebracht und was spielte da in der ersten Folge eine Rolle? Wir haben natürlich die Debatte verfolgt, wie glaube ich alle. Niemand kam ja umher, diese ganze Özil-Geschichte. Also selbst wenn man nicht wollte, man hat sie über alle Kanäle mitbekommen. Und beide Male, am Anfang und am Ende. Und ja. Jetzt hat Jogi Löw sich ja nochmal dazu geäußert. Also ist irgendwie immer noch nicht zu Ende. Özil hat sich bei ihm ja auch nicht gemeldet. Und wir haben gedacht, eigentlich können wir nichts dazu machen, weil das geht den Leuten direkt gesagt auf den Sack. So. Und dann kam aber das Lied von Ecofresh und das war, glaube ich, der erste Rap-Song, den ich vor Jan entdeckt habe. Hat er mir geschickt. Ich habe den Jan geschickt. Ja. Das ist Ja, Aber, was ist das? Aber, genau. Ja, aber von Ecofresh, ja. In dem es darum geht, dass einmal ein Deutscher über die Vorurteile gegenüber Türken rappt und dann ein Türke über die Vorurteile gegenüber Deutschen. Und am Ende setzt sich Ecofresh an den Tisch und sagt, hey Leute, klappt doch eigentlich und müsste klappen und rauft euch doch mal zusammen. Darf ich mal ganz kurz zwischenhalten, ja. An dich als Hip-Hop-Fan, es gibt doch ein amerikanisches Vorbild dafür, oder? Genau, sowohl genau. in der Umsetzung des Videos, ja. Nämlich dieses Gegenübersitzen am ja. Tisch in so einer großen, ja. ansonsten sehr leeren und geräumigen ja. Halle. Ja. Ich weiß gar nicht, sind es da auch Schauspieler, die da spielen? Es sind auch Schauspieler, ja, genau. Der Song ist von Joyner Lucas, der heißt I'm Not a Racist, ist glaube ja. ich ein Jahr vorher rausgekommen. Ich habe mit Echo auch letzte Woche ein Interview gemacht und drüber gesprochen. Ich meine so, was war eigentlich für dich der ausschlaggebende Punkt, das jetzt nochmal so zu verarbeiten? War es das Video oder war es erst die Özil? Geschichte, dass du damit nochmal raus wolltest. Und er sagte ganz klar, das Video, das hat damals bei ihm was ausgelöst. Und bei Echo ist es ja so, dass er es ganz deutlich gemacht hat. Am Anfang von dem Video steht da inspired by Jonah Lucas. So. Man muss sagen, aber das Original, muss man glauben, ja. da gibt es diesen auflösenden Faktor des Dritten nicht. Ne? Da gibt es, glaube ich, nur die beiden Kontrahenten, ja. die sich über ihre jeweiligen Strophen immer weiter annähern und am ja. Ende in den Arm liegen. Genau, genau. Und in der deutschen Variante von ja. Ecofresh ist es dann ist es ein bisschen offener am Ende. Ja. Es ist mehr so, ey Leute, ja. Ich weiß, es ist schwer zusammenzuleben, genau. aber ihr macht das schon. Macht das ist ja so schon. Die End ja. Punchline. Quasi, ja, ne? genau. Das sagt er am Ende. Ich finde viel wichtiger, was er vorher sagt, und zwar, dass es eben nicht nur Schwarz und Weiß gibt und man sich auch irgendwo dazwischen treffen kann. Und er ist das Beispiel dafür, dass es auch Positionen dazwischen gibt und man sich auch annähern kann und das auch in Ordnung ist. Ich finde, es ist tatsächlich inhaltlich auch stark. Ja, ja, total. Ein guter Song. Ja. Ist eine Nationalität noch geeignet, um Identität zu stiften? Um es mal offen zu fragen. Absolut nicht. Also meiner Meinung nach. Wir haben ja auch ein bisschen darüber geredet im Podcast, was unsere Identität ausmacht. Und ich würde wirklich die Nationalität da unten einsortieren. Also wir haben beide irgendwie das Gefühl, dass wir uns sehr mit Europa irgendwie identifizieren, dass das eher eine Sache ist. Aber dass davor einfach Dinge kommen, die uns als Menschen und unseren Charakter irgendwie mehr beeinflussen und formen und worauf wir irgendwie anders stolz sind als jetzt Nationalität. Also ich habe irgendwie gesagt, dass mein Wortschatz ein ganz großer Punkt von meiner Identität ist und das so eine Sache ist, die mir wichtig ist. Bei uns ist das so. Ich habe in der Folge ja auch gesagt und sage das eigentlich immer, ich sehe mich als Europäer, ich bin in der Ukraine geboren, meine Mutter kommt aus Russland, meine Großeltern leben noch da, ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber ich würde nie sagen, ich bin Deutscher, ich bin Russe, ich bin Ukrainer oder so, ich bin Europäer. Man sieht aber, gerade wenn wir jetzt nach Chemnitz gucken, dass es dort viele Menschen oder auch in anderen Teilen Deutschlands viele Menschen gibt, für die Nationalität
bei ihrer Identität eine große Rolle spielt. Das geht manchmal sehr extrem ins Rechte, so dass sie nichts anderes haben und andere ausgrenzen, die anders sind. Es gibt aber auch Menschen, bei denen das nicht so krass ist, die dann in der Mitte sind, Mitte rechts, konservativer. Und ich glaube, dass das ein Thema sein wird, was uns nicht nur jetzt beschäftigt oder in der Vergangenheit beschäftigt hat, sondern auch in Zukunft beschäftigen wird. Wie bekommt man es hin, dass man diesen Menschen, die bisher nur die Nationalität haben, an der sie sich orientieren, wie bekommt man es hin, ihnen zu vermitteln, dass sie individuell was Besonderes sind, sein können, dass es andere Faktoren gibt. Das ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Herausforderung. Was sind denn die anderen Faktoren? Musik? Was können andere Identitätsfaktoren sein? Naja, das ist alles, was mich beeinflusst. Wenn ich ein kleines Kind bin, dann sind das vor allem meine Eltern und ihre Werte, die sie haben, also die Erziehung, die sie mir vermitteln. Irgendwann gehe ich in den Kindergarten und gucke, was machen andere Kinder, was macht die aus, was finde ich cool bei dem, woran kann ich mich orientieren. Und so geht das immer weiter. Dann kommt die Schule, dann kommen Lehrer, die einen prägen, dann kommen irgendwelche Künstler, an denen man sich orientiert und sagt, hey, den finde ich cool, der inspiriert mich, der begeistert mich. Das ist, glaube ich, eine ständige Suche. Das ist ein Prozess, der niemals aufhört. Man sollte sich, glaube ich, auch immer hinterfragen und nicht an einer Stelle stehen bleiben, weil das zu Stillstand führt und Stillstand nie gut ist. Was würdest du sagen, was sind die Punkte, die Markus Meeskes Identität ausmachen? Na, ich glaube schon, tatsächlich so dieses... Das hat ja eine Geschichte. Es gibt ja auch nicht den. Also ich glaube, zu verschiedenen Zeitpunkten in meinem Leben gab es sicherlich Faktoren, die eine größere und die wiederum später vielleicht eine kleinere Rolle gespielt haben. Am Anfang ist es sicherlich so, dass das familiäre Konstrukt und die kleine Welt erstmal ein großer Einfluss ist, der nachlässt, je älter man wird. Dann kommt Freundeskreis ist dann sicherlich auch ein großes Thema, ne? Und natürlich die Themen oder vielleicht auch die Jugendkulturen etc., wo man so andockt, was einen interessiert. Musik war es bei mir im großen Rahmen sicherlich auch. Und daraus formt sich dann irgendwann so ein soziales, politisches Gesamtinteresse an Dingen, so dass ich am Ende auch selbst mit jemandem wie dir was anfangen kann, ja. Axel Post. Ja. Ja. aber wo wir gerade bei den ganz persönlichen Dingen sind, ich würde gerne bei euch nochmal auf einen Punkt raus. Man kennt euch jetzt seit 2 Folgen mit Machiavelli, aber über euch als Person kennen wir jetzt noch nicht so ganz viel. Ich will gar nicht. Es gab noch keine Bravo Home Story. Genau, wir müssen den Starschnitt noch vervollständigen. Das ist super gerne. Nee, du hast gerade schon gesagt, du bist in der Ukraine geboren, aber was war das grundsätzlich für ein Umfeld? Eher so Großstadt auf dem Land? Was waren so bei euch die soziokulturellen Einflüsse da? War das was ganz klein? Gab es da eine große Popkultur um euch rum? Wie bist du zum Hip-Hop gekommen? Vielleicht mal da so ein bisschen in die Vergangenheit. Also ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Oberhausen und... Sagt mir jetzt nichts. Wir haben auch nichts. außer einen riesigen Einkaufstempel, der ja, den Rest der Stadt zerstört hat. Er hatte früher die Einzelheit Krone, diverse Jahre. Früher. Er hatte das Old Daddy Oberhausen früher. Rot-Weiß Oberhausen. Ja, allerdings. Oberhausen. Guck mal, allen am Tisch fällt auf jeden Fall schon was Identität Prägendes ein. Wir haben Oberhausen gefunden. Ja. Nee, Oberhausen ist super. Also so schlecht ist es nicht. Ja, man kann durchfahren. mein Opa ist aus Schlesien ins Ruhrgebiet gekommen. Der hat unter Tage gearbeitet. Ich bin irgendwie Grubenenkel, nenne ich das immer. Das ist so das, was ich damit verbinde. Ich war ganz stark im Ruhrgebiet eigentlich erstmal in der Punk-Szene unterwegs und im Hardcore und im Metal und so, weil da auch Oberhausen-Bottrop auch eine sehr starke Szene gibt. Und dann hat sich das so über die Jahre so ein bisschen entwickelt, dass ich wieder so zurück zum Hip-Hop gefunden habe. Weil ganz am Anfang, so in der Schulzeit, war ich schon sehr von meinem Bruder beeinflusst, vom älteren Bruder, der einem dann so die bösen Platten gibt, die einem die Eltern halt nicht so geben. Die klassische, im Hip-Hop oder im Hardcore-Bereich? Nee, im Hip-Hop, genau. Die klassische Sozialisation da, DMX und Eminem und 50 Cent und so. Und ja, und so hat sich das entwickelt. Dann habe ich das kurz verloren und dann so mit 16, 17 meine Liebe dafür wiederentdeckt. Ja. Wie bist du zur Politik als ein dich dann doch relativ stark mitdefinierendes Element gekommen?
Also ich bin in der Ukraine geboren, hatte ich ja gesagt. Und als ich 2 war, sind wir nach Bad Pyrmont gezogen, in Niedersachsen, kleiner Kurort, 20.000 Einwohner und sehr viele alte Menschen, 11 Altersheime gibt es, glaube ich, da. Also auch eine sehr konservative Stadt und da bin ich groß geworden. Und hast du dich erstmal mit der Rententhematik auseinandergesetzt? Habe mich mit der Rententhematik auseinandergesetzt. Deswegen auch kein Hip-Hop so früh in deinem Leben. Auch Durchschnittsalter und so. Also Pyrmont steht, glaube ich, demografiemäßig da, wo Deutschland so in 30 Jahren stehen wird. Also ich komme ein bisschen aus der Zukunft. Und habe natürlich dort die Lokalpolitik verfolgt, weil meine Eltern das auch gemacht haben. Schon dort irgendwie die Streitigkeiten zwischen SPD und CDU. Dann war es natürlich so, wir sind aus der Ukraine gekommen. Also die Zeit nach der Sowjetunion hat meine Eltern beschäftigt. Meine Großeltern lebten in Russland, in einem Land, das sich auch veränderte und immer noch verändert und immer noch so ein bisschen seine Rolle sucht, gesellschaftlich und politisch. Und der Haushalt war so, dass ich gar nicht an diesen Themen vorbei konnte. Und irgendwann war es dann so, ich bin beim Lokalradio gewesen, radioaktiv kleiner Sender bei der Lokalzeitung und habe eben zu Themen recherchiert. Und wenn ich mit Oma und Opa in Russland telefoniert habe, dann haben die mir ganz andere Dinge erzählt über Dinge, die in Deutschland passieren. Dann habe ich das irgendwie nicht verstanden, habe dann geguckt, was im russischen Fernsehen berichtet wird und festgestellt, das ist an der Realität sehr stark vorbei in vielen Themen. Und deshalb ist das was mich nicht nur beruflich bewegt, sondern auch ganz persönlich, weil diese Propaganda, die es in Russland gibt im Staatsfernsehen, es ist eben vom Staat finanziert, vom Staat gelenkt, die ist eine ganz große Gefahr und deshalb bin ich auch ein großer Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil ich sehen kann, wohin es führt, wenn es diese freie Presse, freie Medien nicht gibt. In welchen Teil der Ukraine bist du dann die ersten 2 oder beziehungsweise bist du aufgewachsen die ersten 2 Jahre und vor allem deine Verwandten, die da noch leben? Ist das der Teil, der jetzt wirklich da auch unter bürgerkriegsähnlichen Zuständen immer noch zu kämpfen hat oder der eher westlich orientierte Teil? Dazwischen würde ich sagen. Okay. Also Kharkiv liegt so im Nordosten, schon entfernt von Donetsk und Luhansk. Aber wenn man sich die Stadt anguckt, ist durchaus gespalten politisch. Es gibt viele Menschen, die sagen, man müsste eher in Richtung Russland schauen. Die Mehrheit der Stadt, würde ich aber sagen, schielt eher in Richtung Europa. Ist aber ein großes Diskussionsthema, zum Glück aber nicht so, dass es dort kriegsähnliche Zustände gibt. Die Situation belastet mich oder beschäftigt mich natürlich auch familiär. Ich habe einen Onkel, der auf der Krim lebt. Meine Großeltern leben eben in Russland. Mein Vater hat viele Freunde noch in unserer Heimatstadt. Also es ist in allen Bereichen des Konfliktfeldes sind wir alle vertreten. Ihr zwei macht ein Format, in dem ihr euch aus unterschiedlichen Ecken kommt, miteinander unterhaltet. Wir machen auch ein Format, wo wir versuchen, uns mit Gästen irgendwie zu unterhalten, selbst wenn man vielleicht auf den ersten Blick erstmal gar nicht den ganz großen gemeinsamen Nenner hat, wo es aber auch ums gemeinsame Sprechen geht. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es offensichtlich immer schwieriger wird, miteinander zu reden. Zumindest driftet alles ein bisschen auseinander Richtung der Extreme und man hat so das Gefühl, an vielen Stellen wird von beiden Seiten das Gespräch abgebrochen. Hip-Hop hat da so einen Sport draus entwickelt, quasi sich auf einer Bühne zu treffen und im Battle-Rap so sich gegenseitig Punchlines um die Ohren zu hauen. Dann gibt es am Ende einen Gewinner und einen Sieger, aber im Normalfall endet es nicht in der Prügelei, sondern man hat eine Form gefunden, das zu kanalisieren. Wenn man jetzt auf der politischen Ebene guckt, was ist so dein Gefühl für die Gegenwart? Wenn man nach Amerika guckt, wenn man nach Europa guckt, in verschiedenen ursprünglich oder klassisch westlichen Demokratien, scheint es so eine 50-50-Teilung immer mehr zu geben. Wie kann man das aufbrechen? Was gibt es vielleicht auch an kleinen Dingen? Vielleicht ist so ein Talk wie heute ja, oder so eine Grundidee auch zu sagen, man bringt Sachen zusammen, ist im ganz Kleinen schon mal so ein Rädchen im System. Aber was wären so aus Makro-Sicht von dir, was wären so Möglichkeiten, um da einen Schritt weiter zu kommen oder mal wieder einen Schritt zurück hinter diese reine Konfrontation? Eigentlich ist... Ich kann noch mehr reden. Die Frage ist schon lange fertig. Eigentlich ist es ja das Parlament in der Politik. Eigentlich ist das Parlament der Ort, an dem man sich trifft und debattiert. Die Parteien von ganz links, die Parteien von ganz rechts, die wir jetzt im Bundestag auch sitzen haben. Und dort wird auf einer Grundlage nach Regeln eigentlich diskutiert, auf Faktengrundlage. Korrigier mich, im Rap ist es ja eigentlich auch so, dass es bei Battles, wenn sie ausgefochten werden, auch Regeln gibt, ne? Gibt die Regel, dass es keine Regel gibt, ja. Okay. Nee, aber es, ja. Natürlich. Es gibt Zeiten, da darf man sprechen, da darf man rappen. Es gibt, wenn das vorher abgesprochen wird, gibt es auch Tabubereiche, wo jetzt nicht drüber geredet wird. Genau, und diese Tabubereiche, habe ich das Gefühl, gibt es jetzt
in der Politik nicht mehr. Es wird ohne Grundlage, ohne Fakten, vor allem von rechts diskutiert. Das macht die politische Kultur kaputt und wir müssen es wieder hinbekommen, alle zusammen, da ist jeder gefragt, ein Level zu finden, auf dem man diskutieren kann. Die Bilder, die ich jetzt aus Chemnitz gesehen habe, da sind Menschen dabei, ich glaube, mit denen kann man nicht mehr diskutieren. Ich bin aber davon überzeugt, dass die große Mehrheit dieser Gesellschaft, auch die Menschen, die die krassen Nazis in Chemnitz nicht verurteilen und mit ihnen ansatzweise sympathisieren, ich glaube, dass man sie auf die gute Seite, wenn man von gut oder schlecht reden kann, noch bekommen kann, wenn man mit ihnen spricht, wenn man ihnen Argumente liefert. Es ist viel Vertrauen verloren gegangen, auch weil ich glaube, viele Medien früher überzeugt waren, wir machen gute Arbeit, was auch stimmte. Es gibt in Deutschland sehr viele Qualitätsmedien, aber diesen Diskurs mit den Zuschauerinnen und Zuschauern oder Hörerinnen und Hörern oder Leserinnen und Lesern nicht gesucht hat. Und das muss verstärkt passieren. Dafür haben wir soziale Netzwerke. Dafür haben wir jetzt auch diesen Podcast. Wir wollen nicht nur uns treffen alle zwei Wochen und über irgendwelche Themen reden, sondern wir wollen auch mit Menschen, die das hören, darüber diskutieren. Und wir machen ja auch Fehler. Wir haben in der ersten Folge Sachen nicht ganz richtig gesagt. Wir haben das in der zweiten Folge am Ende korrigiert. Das werden wir auch weiter so machen. Das ist wichtig. Niemand in dieser Gesellschaft hat immer recht. Und das ist auch gut so. Habt ihr für die nächsten Folgen eine Themenliste? Überlegt ihr euch, was passiert? Oder wollt ihr ganz aktuell sein und auf Dinge eingehen, die passieren, die kommen? Also wir haben eine Themenliste, wo wir grob Sachen aufgeschrieben haben, die wir auf jeden Fall besprechen wollen, wo wir einfach überlegt haben, welche Überschneidungen fallen uns ad hoc ein, und dann ist die Liste immer länger geworden. Das haben wir natürlich alles notiert. Die Wunschvorstellung ist natürlich, dass wir immer so wie in der ersten Folge uns an der aktuellen Debatte orientieren. Wir überlegen auch jetzt gerade für die nächste Folge, ob wir alles nochmal über den Haufen schmeißen und eben ne, auf Chemnitz gucken und versuchen da einen Dreh zu finden, ob wir diese Folge schon machen wollen. Ja. Also das ist natürlich die Wunschvorstellung, da auch aktuelle Debatten direkt aufzugreifen und abzubilden, was natürlich auch ein bisschen sportlich ist. Wie ist das? Ihr seid jetzt irgendwie sehr gut gestartet. Kann man das in Zahlen ausdrücken? Wie viele Leute haben euch gehört, abonniert? Da müssen wir nochmal mit den Verantwortlichen sprechen. mit den Hintermännern wir haben gesehen, dass es in den Charts irgendwie erstmal ganz schön nach oben ging. Wir haben das gemerkt an den Rückmeldungen, an den Followern. Ich glaube, bei Twitter sind wir fast bei 500, was für den Start sehr, sehr gut ist. Ich habe tatsächlich bewusst jetzt nicht ganz aktiv nach Zahlen gesucht, weil ich mir denke, wir arbeiten erstmal mit dem Feedback, was wir unmittelbar bekommen. Ja. Wir versuchen das erstmal möglichst gut weiterzuentwickeln und weiß ich nicht, nach 3, 4, 5 Folgen kann man sich dann konkreter mit den Zahlen beschäftigen und dann auch sehen, wie hat sich das entwickelt nach den einzelnen Folgen. Was halt gerade schön ist, abseits von irgendwelchen Klicks, sind so sehr persönliche Rückmeldungen, also Leute, die uns aktiv auf Twitter oder auf Instagram oder uns persönlich anschreiben und sagen, ey, das hat mir gefehlt oder das und das fand ich extrem gut und ich empfehle das weiter und ich höre das weiter. Oder eben auch jetzt mal abseits, ich sag, von den normalen Konsumenten, irgendwelche Professionals, ob es jetzt Politiker sind, die es retweeten oder Rapper, die sagen, hey, das finde ich gut, dass ihr das macht. Das ist irgendwie eine Bestätigung dafür, dass wir da was gefunden haben, was irgendwie mehr Leute interessiert als nur uns beide. Seid ihr beide passionierte Podcast-Hörer, auch vorher schon gewesen? Ja, absolut. Also ich finde, da sind auch die Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Ich bin total begeistert von dem Medium und wollte das deswegen auch schon die ganze Zeit machen, aber habe eben noch nach dem Inhalt gesucht und ja, wir haben den jetzt gefunden, glaube ich. Zwei Lieblingspodcasts von dir? Lieblingspodcasts? Uff. Auf jeden Fall der All Good Podcast von Jan Wehn. All Good ist ein Hip-Hop-Magazin und der interviewt Rapper, aber macht das auf irgendwie eine andere Art, als ich das bisher kenne. Er hat mal zu mir gesagt, dass er sich nicht selber als Journalist sieht, sondern eher als Chronist. Und er arbeitet so die Geschichte der Rapper einmal so von Anfang bis Ende mit denen durch. Und ich finde, er macht das auf eine sehr gute Art und Weise. Zweiter Podcast. Hast du einen? Ich hätte drei, die mir einfallen. Okay, dann würde ich deinen zweiten abdecken.
Die Polit-WG von WDR 5 ist cool. Das ist eine Redaktion, die sich zusammensetzt und einmal die Woche über aktuelle politische Themen quatscht. Und Lage der Nation, natürlich der Nummer 1 Podcast in unserer Kategorie Nachrichten und Politik. Sehr nerdy, sehr in die Tiefe gehend, aber genau das, was ich mag. Und weil ich auch früher dort gearbeitet habe und beide persönlich kenne, der Podcast Ed Fiene und Herr Bröker, der Podcast mit dem Chefredakteur von der Rheinischen Post. Ja. Daniel Fiene ist einer, der zu Netzthemen immer auf dem Laufenden ist. Michael Bröker ist ein Chefredakteur mit einer klaren Haltung, einer klaren Meinung, sehr direkt. Und das ist ein Podcast, den ich mir gerne anhöre. Daniel Fiene ist doch auch der Partner von Dennis Horn in der Agentur. Ne? Dennis Horn, bekannt als TBD-Gast. Zusammen, ne? Und die arbeiten zusammen, machen viele Projekte, zusammen, auch bei Was mit Medien oder so moderieren die zusammen. Eure Lieblingspodcasts? Unsere Lieblingspodcasts, ich höre natürlich Hotel Matze sehr gerne, wegen langer, intensiver, gut geführter Interviews. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Danach, muss ich gestehen, wird es bei mir auch relativ dünn. Aber Hotel Matze, sagt euch was? Matthias Hilscher, ne? Also tatsächlich auch ein sehr eigener Ansatz, sehr ruhig, aber auch, je nachdem wie das Gespräch verläuft, sehr in die Tiefe. Liegt bei mir aber auch ein bisschen an der familiären Situation mit zwei kleinen Kindern gerade. Das sind so die Momente, wo man mal nebenbei was hören kann. Man darf aufgrund der Lautstärke zu Hause nicht so oft Podcast. Ja, aber ich habe nicht gejoggt. Nee, das ist das Problem. Das ist tatsächlich, also das ist wirklich gerade so ein Alltagsproblem. Das ist so diese Phasen, wo das gut nebenbei geht. Abgesehen vielleicht mal von der einen oder anderen Bahnfahrt. Nicht so wie lange ich fahre aber heute nach Berlin. Vielleicht klappt da ja was. Da bringen wir dich ans Podcasten auf dem Weg nach Berlin. Lass uns kurz noch über Hip-Hop reden heute. Hip-Hop ist ein sehr, sehr weites Feld. Was sind deine Highlights, was deutschen Hip-Hop angeht? Deutscher Rap geht mir oft auf den Keks. Gerade so diese Es ist schon eine Hassliebe auf jeden Fall. Es gibt so vorgefertigte Playlists, die bei den großen Anbietern gerade rauf und runter gespielt werden, wo ich das Gefühl habe, jeder Song hört sich irgendwie gleich an. Die bedienen sich alle an denselben Elementen. Das ist dieselbe Soundästhetik. Da werden dieselben Videos für gemacht. Ich kann mir genau vorstellen, was der betreffende Mensch in dem Video anhat und mit was er sich da umgibt. Aber dann gibt es immer so kleine Lichtblicke. Ich finde zum Beispiel A zum J ist ein extrem krasser Künstler nochmal geworden, nachdem er sich von Major und diesen ganzen Strukturen getrennt hat und hat gesagt, ich gehe jetzt einfach wieder 2-3 Tage in der Woche im Café jobben und mache halt nebenbei das, worauf ich wirklich Bock habe. Und das ist halt Musik gewesen. Und danach finde ich, super Projekte gemacht und halt alles immer für Oma rausgehauen und irgendwie so dieses Modell geändert. Ich verdiene jetzt darüber Geld, dass die Leute jetzt zu meinen Shows kommen, dass die meinen Merch kaufen und so weiter. Der ist aber noch nicht in meiner Playlist. Der ist noch nicht in deiner Playlist. Ich habe nämlich Vassili eine Playlist gemacht und er hört sie auch fleißig und immer wieder schickt er mir dann so Rap-Lines, die er dann so aufgeschnappt hat und hat gesagt, ey, das ist cool, das habe ich gerade gehört, das ist ja ein super Song, das habe ich noch nie, ja. Gold Roger finde ich super, ich finde OG Kimo super, ich finde Chefcat doch auch. Chefcat super. Ich habe bei dir immer das Gefühl, du findest viele super, aber dann was ganz Spezielles von denen. Also du sagst nie so, das ist so der perfekte Künstler, sondern du sagst, boah, dieser Track ist aus diesen und diesen und diesen Gründen sehr gut. Ist mein Eindruck. Außer bei Kendrick Lamar, aber der ist ja nicht deutsch. Hast du ihm auch Hausaufgaben gegeben? Ich warte noch drauf tatsächlich. Wie bitte? Du hast den Fürsten von Machiavelli zu Hause. Ja, stimmt. Ja? Vassili hat mir ein sehr schönes, kleines, rotes Büchlein mitgebracht, was sich sehr schön im Schrank macht, was ich aber leider noch nicht aufgeschlagen habe. Ja, tatsächlich, ich habe Hausaufgaben bekommen. Ja, also ich finde es super. Wir sind gespannt auf die nächsten Folgen. Ist bei mir jetzt fest in der Playlist und wenn es bedeutet, dass ich noch mehr joggen muss, dann mache ich das gerne. Wie lang ist denn deine Runde? Dann können wir es vielleicht anpassen. Ja, nee, ich hab so eine 30-Minuten-Runde. Das heißt, ich brauche dann für eure Folgen, muss ich 2,5 Mal joggen. Ja, okay. Oder die Challenge, du musst so lange joggen, wie die Folge dauert. Das wär cool, ja. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Allerletzte Frage, die Abschlussfrage, die ich auch in der letzten Runde gestellt habe. Wer ist der größte Rapper vom Niederrhein? Vom Niederrhein?
Ich habe vorhin noch RAG gehört. Gehören die dazu noch? Nee, das Ruhrgebiet, ne? Das war Ruhrgebiet, meine ich. Das weiß ich nicht. Sagt euch MC Smoke was? Ja, sag mir was. Auf jeden Fall. Aber das wäre wär deine Antwort. Das wäre meine Antwort. Ich muss steht er jetzt hier gleich? Nee, leider. Er war tatsächlich nicht, aber schon mal zu Gast bei TVD. Okay. Und hat mit Albana Alman gerade tatsächlich auch irgendwie so einen Track, der so auf den sozialen Netzwerken relativ gut funktioniert. Jetzt nicht im Millionenbereich, aber. Und hat durchaus hier und da sehr, sehr charmante Ansätze mit Selbstironie zu spielen, mit so einer Metaebene ganz häufig, hat mit einer Belgien-Flagge zur WM immer schön deutsch-patriotische auf Twitter. Also deutsch-patriotische Themen gepostet und dann genau mit diesem Dissens, über die Belgien-Flagge, sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Das ist ein super Typ. Hat einen sehr selbstironischen Approach und ist, glaube ich, eben auch von der Struktur irgendwie noch sehr selbstkontrolliert, produziert sich selbst in diesem Kontext. Lohnt sich anzugucken. Hat uns sehr gefreut. Passt auch ans Ende, weil durchaus mit einem politischen Verständnis, aber mit den Hip-Hop-Roots. Ja. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Wir machen jetzt in die Pause. Halbes Stündchen. An der Stelle könnte man tatsächlich aber mal sehr gut sagen, wir haben es nämlich gestern vergessen und bevor wir es nachher im zweiten Teil vergessen, herzlichen Dank an die Technik hier bei uns. Ne? Niklas Kalkebaum und Sebastian Paxmann knechten hier hinter Kamera und Regiepult seit Tagen, nämlich inklusive Aufbau, später auch noch Abbau und jeden Tag hier setzen sie uns ins richtige Licht und ins rechte Bild. Das ist eine sehr gute Sache. Und das ist der Faktor, der diese ganze Produktion möglich macht. Man muss jetzt für die kommerziellen Zuschauer sagen, das Ganze ist unter 100.000 Euro machbar bei uns. Ja. Ja. So, nach der Pause, 15.30 Uhr, Julian Stetter hier zu Gast und Sebastian Zabel. Sebastian, Daniel Koch. Daniel Koch. Ja.